Hallo ihr Lieben und willkommen bei einem neuen Video von mir. Wie ihr am Titel schon gesehen habt, gibt es mal wieder ein Teddy Haul. Es gab schon länger keinen Teddy Haul mehr, ich kann euch auch sagen warum. In Henningsdorf, wo wir immer zum Action fahren, ist ein Center und da ist auch ein Teddy drin. Ich gehe jedes Mal in diesen Teddy, aber nie werde ich fündig, sondern nur ein, zwei Sachen und das war es gewesen. Und ansonsten finde ich nie irgendetwas und da lohnt es sich nicht extra ein Teddy Haul zu machen. Heute aber lohnt es sich total, deswegen ja machen wir diesen Haul. Ich habe einiges an Geld da gelassen, ihr werdet aber auch sehen, warum. Das läppert sich halt. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach an. Ja, ich habe diesen geilen Block bekommen. Das sind wunderschöne Papiere. Ich hatte den schon mal abgekauft in einer Facebook-Gruppe, wusste gar nicht, woher der ist. Bis ich dann gesehen habe, dass der im Teddy ist. Und ja, das sind wunderschöne Papiere, wie ich finde. Da habe ich sehr gern mit gebastelt. Der ist auch komplett weg. Der, ja, hat wunderschöne Papiere und musste mit. Ja, hat 4 Euro gekostet. Habe ich alle mitgenommen, die da waren. 1, 2 und 3. Ja, das waren allein schon 12 Euro. Jetzt könnt ihr euch das ausrechnen, ne? Ja, die mussten sein. Wunderschön, wie gesagt, wunderschöne Papiere. Und oh, ich liebe sie. Ja, jetzt nehme ich direkt das nächste große, was ich als allererstes in der Hand hatte. Oh, ja, eine mega große Schnecke. Leute, ich konnte nicht. Das war dies, wie gesagt, man sieht sie gar nicht ganz. Das war das erste, was ich in der Hand hatte. So süß, so groß, so süß, so rosa, so pink, so, oh, so. Ah. Ja, ich wäre ja nicht die Schnecke und würde Schnecken lieben, wenn ich die Schnecke nicht mitnehmen würde. Also ich kann da nicht an, es muss sein. Und für 7 Euro war, fand ich das vollkommen in Ordnung. Die ist sehr groß, wie ihr das seht. Und ist sogar von Niki, oder? Nee, doch nicht. Nee, ist sie nicht, aber es macht ja nichts. Kuschelfreunde. Mit der Hand waschen. Oh, aber sie ist so süß. Ja, es musste sein. Ich liebe Schnecken und ja, leider kann ich sie jetzt nicht im Bild sitzen lassen. Sie ist einfach zu groß. Ja, das war wie gesagt das erste, was ich in den Händen hatte und ich war ja absolut hin und weg. Da hat es sich für mich schon gelohnt, aber es kommen noch andere schöne Sachen, wo es sich auch gelohnt hat. Richtig viele Sticker und Washi-Tape habe ich bekommen. Und ja, machen wir erstmal den Block, den ich noch habe. Und zwar dieser hier. Blöcke haben sie immer nicht sonderlich viele. Ja, 2 Euro. Im Übrigen gab es bei uns kein 10-Cent-Schnäppchen-Teil. Weil jeder mal so 10-Cent-Schnäppchen hochgeladen hat. Aber das gab es bei uns jetzt nicht. Habe ich nicht gesehen. Ja, das ist auch ein bisschen ein anderer Block. Ich brauche ja was für Steampunk-Hintergründe. Sowas habe ich nicht. Ich habe meist rosane Blöcke. Das ist halt doof. Das hat auch irgendetwas. Und ja, da musste ich mal was anderes holen. Ist auch cool. Leider gab es den nur einmal. Ansonsten hätte ich ihn der lieben Sassi auch mitgenommen. Aber leider gab es den nur einmal. Ja, aber fand ich cool. So, dann habe ich noch Washi-Tape. Das zeige ich euch jetzt. Moment. Das ist dann dieses hier. Ich weiß nicht, das habe ich noch nirgendwo gesehen. Wahrscheinlich war ich blind. Da sind Frösche drauf. Richtig süß. Knutscht den, küsst den Frosch, ne? Und da sehr schöne Libellen. Ja, und Happy Birthday. Gut, das brauche ich jetzt nicht. Aber ja, mit den Libellen ist super schön. Und mit den Fröschen. Das ist doch cool, oder? Ja. 1 Euro. Da konnte ich mich wieder nicht beherrschen, ne? Ja, und dann habe ich dieses hier bekommen. Ja. Einhorn im Eis. Ja. So, das waren. Ach nee, halt. Und das habe ich. Das Rosane mit den süßen Kawaii-Wölkchen. Und Hello steht da oben. Ja, fand ich auch sehr süß. Rosa. Na, da ist das Rosane wieder, ne? Da haben wir wieder. Ja, wo ich richtig froh bin. Ah. Ja. Ja,
Ich starte an dieser Stelle mal einen Aufruf, wenn ihr dieses Video seht. Falls ihr den anderen bekommt, der die Hand vorm Mund hat, also nicht, also es das heißt ja nichts Böses, ne? Nichts Böses reden, nichts Böses sehen, nichts Böses hören. Und ja, ich brauche den noch, der die Hand vorm Mund hält, unbedingt. Wenn jemand den bekommt beim Teddy, denkt mal an mich, den brauche ich noch. Ich finde die so, so süß. Die kosten nur 1,50 Euro pro Buddha. Ja, bei Depot gab es die als Dreier-Set für 12 Euro. Das ist aber ein ganz schöner Preisunterschied. Und ich brauche unbedingt noch den, ja, wie gesagt, mit der Hand vor dem Mund. Ich finde die super niedlich, wenn man die so zusammen nebeneinander stellt auf so ein längliches Tablett, sieht das bestimmt richtig toll aus. Und ja, die wollte ich die ganze Zeit schon haben, schon sehr, sehr lange. Und ich habe sie. Ich freue mich. Ja, ich freue mich über die kleinen Buddhas. So, jetzt kommen nur noch Sticker, ihr Lieben. Und da bin ich völlig ausgetickt. Ja, weil die Sticker gab es die ganze Zeit bei uns nicht. Und ich habe mich mega gefreut, dass es sie jetzt gab. Ja, als erstes habe ich für 1,25 Euro die Foliensticker mit den Elfen mitgenommen. Ja, den hatte ich schon mal, das weiß ich. Aber ja, ne? Zweimal den. Und alle, die da waren von denen hier, drei Stück, die sind wunderschön. Wunderschöne Sticker. Da bin ich, hallo. Für 1,50 Euro. Ja. Richtig toll. So, und jetzt kommt's, wo ich völlig entgleist bin. Und was dann auch natürlich mehr gekostet hat. Aber es musste einfach sein. Ich muss mal kurz ein bisschen sortieren. Was ist das denn? Ach so, stimmt. Die kann ich euch ja mal zuerst zeigen. Ich habe diese facettierten Sticker mitgenommen. Ich finde die wunderschön. Ich habe die jetzt auf zwei Karten verbastelt. Also die hier. Und die sind toll. Die sehen richtig toll aus und für 1 Euro. Ich glaube, ich habe mal dieses Päckchen hier von der lieben Anna bekommen. Und jetzt habe ich gesehen, die Farben gibt es noch. Und da musste ich alle mal einmal mitnehmen, weil die mir so gut gefallen. Ich finde die richtig hübsch. Ja. So, das sind schon diese. Jetzt kommt das völlige... Ja. Ich habe mich mega gefreut. Foliensticker. Und zwar diese Art. Das sind diese Epoxy-Sticker, also heißt das Epoxy, die so gegossen sind mit Harz. Die sind wunderschön. Habe ich dreimal mitgenommen. Einmal für die liebe Anna und einmal für die liebe Sassi. So, ihr könnt mir dann mal schreiben, privat oder hier, ob ihr die auch haben wollt. Wenn nicht, bekommt ihr sie trotzdem. Nein, Spaß. Aber ich habe an euch gedacht und habe den Bogen dreimal. Dann diesen Bogen. Auch dreimal. Wunderschön. Ja, ich hoffe, euch gefallen die auch. Wie gesagt, müsst ihr mir mal sagen, ob ihr die haben wollt. Also die ich dreimal bekommen habe, habe ich auch dreimal mitgenommen. Und ihr seht schon am Preis 1,25 Euro. Das hat sich dann ganz schön geläppert, ne? Aber sind, ja, wunderschön, finde ich. So, dann habe ich die auch dreimal. Ja, auch wunderschön. Meerestiere. Und den habe ich dreimal. Naja, auch wunderschön. Ich liebe die Farben und oh, ganz, ganz toll. Kosten, wie gesagt, alle jeweils 1,25 Euro. Ihr seht schon. Ja, da muss ich nichts zu sagen. Ja, den habe ich nur einmal bekommen. Das sind die Sterne. Da gibt es auch noch Schmetterlinge. Aber die habe ich jetzt nicht mitgenommen. Ja. So, die Sterne, ja. Wie gesagt, Anna und Sassi, bitte sagt mir Bescheid, ob ihr die auch haben mögt. Ich habe euch auf jeden Fall jedem was mitgenommen. Ihr habt es schon gesehen. Jetzt sind hier nur noch Haken drinne, weil in Henningsdorf, wo wir waren, war gerade Markt. Und Marco dachte sich, er muss goldene Haken mitnehmen. Ja. Nicht vom Teddy, vom Markt. Und Fisch hat er auch noch mitgenommen übrigens. Ja, das war's mit meinem Teddy-Haul. Naja, 10 Minuten geht ja. Ich liebe die Schnecke im Übrigen, habe ich das schon erwähnt. Und ich bin sehr, sehr glücklich über die Schnecke, über die Buddhas. Freue ich mich. Wollte ich schon sehr lange haben. Und die Blöcke und oh, die Sticker. Ganz, ganz tolle Sticker. Gefallen mir sehr, sehr gut. Und ja, ihr Lieben,
Das war's gewesen. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.